Ein neuer Tag und ich bin wieder mit dieser komischen Leute unterwegs. Gut, guck mal, da können wir hier vorne schon gucken. Ja. Ich bin ja gespannt, was sie mit mir vorhaben. Weit drinne. Otis nimmt die rechte Seite. Gut, dann guck mal. Otis nichts gefunden hat. Ja, noch mehr Häuser denn in die große Stadt. Ich hoffe auf neue Spielkameraden. Mal gucken. Es ist so viele passiert in der Stadt, deswegen haben wir uns wieder aufgemacht, kommen zurück zu der Lager. Das ist so ruhig hier, Timmy. Ja, die Mama und der Papa waren nicht da. Ich. Hallo? Wo sind die Mama und der Papa? Weiß ich nicht. Ich geh mal gucken. Ja. Hey. Keiner da. Weiß auch nicht, wo die sind. Mami und Papi sind da. Hallo. Geh hin, da schnell hin. Guck mal. Ein Feuerwehrmänner. Ja. Haben wir gefunden. Feuerwehrmänner, okay. Was soll Otis, was hast du da schon wieder auf dem Rücken? Otis, das hat Otis gefunden. Ja. Otis, du lädst es nicht, oder? Oha. Otis, au. Otis. Was hat Otis falsch gemacht? Leg es. Guck mal hier, das haben wir gefunden, Papa. Hier, guck mal, die eine Bier, nicht? Da, und hier ganz viel Seil. Zack. Was war denn das? Geladen. Autos. Ja, Papa. Und ich hatte Aua am Bein. Aua am Bein, ja schön. Ja. Ja, der aber Otis hat Aua am Bein. Siehst du da bei mir? Den Grat. Und die Joe hat geholfen. Ja, die Joe, ja. Was hat Joe denn gemacht? Joe hat dir Otis geholfen. Hat Stinkermatsch gemacht. Warum hast du ihn nicht matt gemacht? Warum hast du Joe die Elfen? Otis hat nicht getroffen. Nicht getroffen? Nein. Feuerwehrhelm ist in die Spielkiste. So steh auf. Oh Mann. Setz den Hut auf. Ab ins Zimmer mit dir, Otis. Holst du bitte ein Hemd? Oh, haben wir dich so richtig mitgebracht? Ja, Timmy, du kannst schauen, ob du den Kram irgendwo in die Fässer noch reinpacken kannst, okay? Ja. Floyd, kannst du bitte ein Hemd? Ja, super. Ja, hat die Timmy auch gefunden. Dein Kleidchen.
Timmy, das ist ganz toll, was du gemacht hast. Ja, Timmy guckt wegen falsch. Warum trägt er den Hund? Weil er kein Hund ist. Und dann hat er unser Hund das Leben gerettet. Wurde es befördert? Eine Beförderung. Ich fühle mich ja immer noch nicht so wohl in meiner Haut bei dieser Leute. Match spielen. Wo ist Timmy? Ich denke mal, hier vorne irgendwo ist er da. Ja. Timmy? Die Otis und die Timmy haben die Matschbirne wieder. Fragt sich nur, wie lange, wenn ich immer deine Ärger bekomme. Hihi. Ah, ich hab. Otis hat eine Idee. Bitte tue das nicht. Hihi. Immer diese Feuerteufel. Ich weiß auch nicht, ob das seine Spiele ist. Er will ja nur, dass ich immer Ärger bekomme. Hihi. Wo ist Timmy? Timmy? Das ist ja nicht so gut. Doch. Ich halte ja viele aus, aber in unserem Land ist das so, irgendwann mal möchte man lieber sterben, als sowas ertragen hier. Warum? Ist die Otis und die Timmy und die Mami und die Papi nicht lieb zu dem Matschbirne? Ich mag euch, das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass ich nicht eine behandelte werden möchte wie eine, wie nannte man das, Hunde, eine Köterstraße. Ja. Wo ist die Timmy? Timmy? Wo ist die Timmy? Timmy? Oh, da ist der Timmy. Oh, da, Timmy. Ja. Schön. Die Otis und die Timmy haben die Matschbirne wieder und okay. Wir dürfen alles machen, was wir wollen mit dem. Ist die Mama? Und gleich. Ja, keiner in die Stadt. Da. Hä, was ist denn los? Bist du gegen den Baum gelaufen? Das ist alles scheiße. Weißt du, was denn? Ist der Otis nicht lustig? Ist nicht lustig. Otis nicht lustig? Nee, zumindest nicht hier gerade. Das war nicht lustig, das tat weh. Otis lustig. Soll der Junge mich endlich mal sterben? Ich kann ja das Aufrichtige machen. Er ist anstrengender als jeder Auftrag, den ich hatte, um Leute zu töten.
Und wenn du das machen möchtest und deine Freunde verlieren möchtest, jemanden, der dir hilft, dann mache das. Ich habe hier nichts zu verlieren. Otis, was hast du da in der Hand? Verstehen. Oh nein, was hab ich denn jetzt schon wieder? Boah. Otis, bleib stehen. Leg es und hin. Geh in die Knie. Geh in die Knie, Otis. Du bist mein Freund. Droh meinen Sohn nicht. Ich habe nicht gedroht. Und du hast gedroht, dass er seine Freunde verlieren wird. Ich habe gesagt, als er mit der Klüppel hinter mir stand, dass er das machen solle. Ich habe gesagt, dass er dann einen Freund verlieren würde, der ihnen helfen würde. Halt die Fresse. Maria, so, das Papa nimmt dir jetzt dein ganzes Spielzeug weg. Ich sagte Maria Gottes. So, Otis, und ich nehme dir jetzt wieder deine Handschellen ab und wenn du dich benimmst, kriegst du nachher dein Spielzeug wieder, aber sammel nichts Neues. Ich kontrolliere dich nachher und wenn du dann Neues hast, Gnade dir Gott. Okay, Papst. Noch etwas. Tu der Hilfskraft nicht weh. Wir brauchen ihn noch. Ich habe dir eben gesagt, du kannst ihm wehtun, wenn wir wieder zu Hause sind. Oder du trägst seinen Rucksack, wenn er kaputt geht. Verstanden? Okay, Pops. Das ist einfach unglaublich, wie tief ich hier gesunken bin. Erst eine scheiße Köter, dann eine Frau und jetzt eine Eselpack. Lange, lange werde ich das hier nicht hinmachen. Die Matschspinne und die Otis beste Freunde. Wenige Stunden später hörte man aus dem Walde. Wo ist denn jetzt? Er hilft euch! Geht in die Häuser! Baba? Hä? Man hört euch 2 Kilometer weit! 2 Kilometer! Die sind in 20 Minuten! Den kennen wir doch! Baba! Baba, mein Schatz, komm jetzt zu Mom! Nein. Komm zu Mom! Mom, wo bist du? Bewegt deinen Arsch hier. Noch so eine verrückte Kerle. Wie viele sind denn das überhaupt? Ich bekomme langsam richtige Angst. Und ich? Ja, ich will dich. Ich will dich. Wen? Was denn, wo denn? Ah, da ist einer. Wer ist denn da? Ich nicht. Oh, das ist dein Bruder ist da. Oh, mein Baba ist zu Hause. Ajo, Papa. Oh, ist nicht. Ajo, Papa. Und du hältst lieber die Fresse und kniest dich hin, verstanden? Ist okay. Hey, was hat der Otis falsch gemacht? Du darfst doch nicht so auf Baba zurennen. Baba, du weißt doch, dass er jeden Tag vergisst. Weil Baba ganz viel Böses gesehen hat. Ganz, ganz viel Böses. Wieso? Was hat denn der Baba gemacht? Oh, das halt die Fresse. Baba, komm, lass mich zu Papa gehen. Okay. Nicht du, Otis. Ja. Hä? Aber hier. Ja? Leute. Das ist Otis Bruder. Komm hierher, mein Junge. Aber sie sind überall. Der mag laut die Sachen. Alles gut, alles gut. Nicht jammern. Du bist wieder zu Hause. Wolfsmann, das weißt du doch, oder? Der mag laut die Sachen. Das nächste Mal, wenn du dich so lange fernhältst, kriegst du richtig auf die Fresse. Verstanden? Ja, komm.
Kümmer dich um ihn. Wir machen Musik. Ja. Ja, und wir haben uns so viel Sorgen gemacht. Baba, hol Mama her. Ja. Sieh zu. Ja, Papa. Otis, helf Baba Mama zu bringen. Mama. Wo ist die Mami, Papa? Halt die Schnauze, du behinderter Penner. Mama. Papa will irgendwas von dir. Nee, nicht schon wieder die Schrotflint. Was ist denn mit der Mami? Halt die Fresse. Ihr seid verrecken. Aber ich liebe euch doch. Ganz ruhig. Flirt, warum machst du das schon wieder? Flirt, nicht schlagen. Nein, schlag dich doch nicht. Ich würde dich nicht leid. Schlagen. Tut mir leid. Mach einfach nur den Mund auf. Mach den Mund auf, alles wird gut. So, jetzt. Papa. Die Zunge hoch. Papa. So, Ruhe, Jungs. Leider habe ich... Ja. Otis, du Vollidiot, gib mir meine Wasserflasche wieder. Was? Hat der Otis in die Flasche geschmissen? Warte, alles wird gut. Die Ode ist müde. Oh Mann. Ja, der macht ein bisschen Haier, der Junge. Der ist heute echt begriffsschutzig. Ich musste leider ein bisschen was von meinen Schwarzgebrannten geben. Hier, Luke auf und rein damit. Und die Ode ist ganz viel müde. Otis, bring mir meine Wasserflasche, Otis. Hier. Warum befreite mich hier keiner außer dieser Alpeltraume? Wo sind denn die ganzen Leute hin?